wir haben heute mal wieder eine kleine Szene aus dem Leben gestaltet, aus Modelliermasse und mit ganz kleinen Figürchen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Für unser kleines Sommerprojekt hatten wir uns bei der Firma noch solche kleinen Figürchen bestellt. Einmal so ein Ruderboot mit einem Liebespaar drinne. Dann haben wir hier ein paar Strandmiezen beim Sonnenbad. Und wir haben hier auch noch so ein Zelt mit Papa und Sohn, die so beim Zelten sind. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir so als Urlaubs- oder Sommer- Diorama, wollen wir das irgendwie alles zusammenbringen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Jetzt haben wir überlegt, wo wir das draufsetzen können und haben uns gedacht, ja, nicht mehr eine Schale, wir haben eine Kiste, wir haben eine Schale, wir haben eine Kugel, haben wir alles schon gehabt. Wir setzen die Badenden oder die Sommerinsel oder Sommer, den Ausschnitt des Sommers setzen wir auf ein Blatt. Wir haben ja solche Seerosenblätter oder Seeröschen insgesamt in einem unserer Betonkugeln zum Schwimmen reingemacht und haben uns gedacht, eigentlich ist das doch perfekt für so ein Sommerteil. Könnt ihr jetzt natürlich da einfach ein Seerosenblatt aus dem Teich abschneiden. Wir haben ja sowas im Teich drin. Die aber, sind noch nicht erwachsen. Ja, die sind noch so winzig und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen dieses Teil hier einfach aus dem Wasser raus. Ich nehme das so ungefähr so als Vorlage, dass man weiß, wie man es haben möchte. Und dieses Blatt machen wir uns einfach aus Modelliermasse, die wir dann erstmal härten lassen müssen. Ich arbeite ja gern mit der Modelliermasse Creal Duen 3, weil die so schön weich ist, weil die weiß ist, nicht reißt. Und man dieses Weiß gleich natürlich in Grün jetzt einfärben kann. Dann brauche ich es hinterher nicht anmalen. Ich mache da einfach grüne Farbe mit rein. Aber dafür ziehe ich mir jetzt Handschuhe an, sonst habe ich ja total grüne Hände. Ansonsten braucht man jetzt eigentlich keine Handschuhe, um mit dieser Modelliermasse zu arbeiten. Das ist jetzt nur wegen der Farbe. Ich habe jetzt hier eine Farbe, die dann auch gleich wieder wetterfest ist. Decacolor Matt. Wo man alles bekommen kann, verlinke ich euch natürlich wieder wie immer unter dem Video. Ich mache mir jetzt in diese Modelliermasse Farbe rein. Und da kann man jetzt mit der Menge bestimmen, wie kräftig das werden soll. Ich möchte ja eigentlich ein richtig schönes dunkelgrünes Blatt haben, also mache ich da ruhig ein bisschen was rein. Und das muss dann schön miteinander verknetet werden, bis es ja, entweder eine gleichmäßige Farbe hat, wenn ihr das gleichmäßig haben wollt, oder von mir aus auch eine marmorierte Farbe, dann ist das Blatt ein bisschen marmoriert. So, und wenn es dann schön verteilt ist alles, wenn ihr denkt, so könnte die Farbe ruhig aussehen, dann muss man das ein bisschen platt drücken. Wir wollen ja eine, ja, so eine Art Schale aus dem Blatt haben, dass wir da alles draufsetzen können. Ich habe jetzt hier natürlich so eine kräftige Folie drunter, dass mir das nicht auf meiner schönen Arbeitsmatte festklebt oder meine Arbeitsmatte jetzt auch noch mit der Farbe jetzt versaut. Jetzt müssen wir irgendwie ein Blatt hinkriegen. So groß soll jetzt mein Blatt ungefähr sein. Da denke ich, kriege ich eventuell alles drauf. Jetzt habe ich mir hier nochmal das Blatt angeguckt, was die für diese Seerose hier genommen haben. Und da mache ich mir einfach hier oben so einen Blattschlitz rein. Ein bisschen so reinschneiden. Obwohl das ja nicht so dolle sein muss. Weil das ein bisschen aussieht wie ein Blatt. Genau. Schön aus. So ungefähr. Perfekt. Und dann kann man da jetzt die ganzen Figuren drauf machen. Das hebe ich mir wieder auf. Ich schmeiße das weg. Kommt wieder rein in meine Dose. Man braucht das vielleicht noch. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir wollen da noch eine Blüte irgendwie hinkriegen. Ist natürlich, also bin jetzt nicht so der Knetmeister. Da eine Blüte hinzukriegen ist ja nicht so einfach. Aber wenn ihr besser im Modellieren seid, sieht die Blüte natürlich nachher auch viel schöner aus. Ich probiere jetzt da erstmal eine Blüte irgendwie hinzuzaubern. Also ich habe mein Bestes gegeben. Es ist eine Blüte geworden. Ob es jetzt eine Seerose ist, ist mal fraglich. Na, 4 bis 5, 6 geschmeichelt. Mit ein bisschen Fantasie könnte man vielleicht sagen, ja, ist eine Seerose. Jetzt malen wir die einfach noch ein bisschen bunt. Dann sieht die vielleicht noch ein bisschen schöner aus. Ein bisschen Farbe holt ja doch immer noch ein bisschen was raus. Machen wir aber nur die Spitzen so ein bisschen. Seerosen sind ja auch meistens nur so am Rand ein bisschen bunt. Naja, kommt schon der Sache ein bisschen näher wieder.
Könnte man jetzt fast als Seerose gelten lassen. Soll ja nur ein bisschen Deko sein. Und jetzt müssen wir da irgendwie noch ein bisschen Wasser hinbekommen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe so eine schöne Glitterpaste von Viva Decor. Die nehme ich einfach und mache jetzt hier so Wasser imitieren. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das glitzert ja so schön. Darum bedienst du das ja auch als Wasser. Genau. Weil es so schön glitzert. Weil es so schön glitzert. Wasser imitieren. Kann man jetzt natürlich auch hohe Wellen imitieren. Noch bis an den Rand dran. Hier hinten? Na. So, dann ist die Blüte jetzt auch mit dem Wasser hier. Naja, muss sie ja auch. Die braucht ja auch Wasser. Ohne Wasser kann die Blüte nicht leben. Das glitzert so schön. Dann hat man richtig schönes glitzerndes Wasser nachher. Und da die Paste ja jetzt auch ein bisschen klebt, kann man da dann das Boot gleich mit reinsetzen. Mhm. Und das klebt dann damit fest. Hier haben wir dann jetzt das erste Set Ruderboot. Setzen wir hier hin. Das klebt da so mit fest. Und jetzt müssen wir bloß noch irgendwie die anderen Figürchen da festkleben. Dann nehme ich so einen Expresskleber. Und so Baukleber. Baukleber, klar. Expresskleber. Der soll ja ganz schnell kleben. Jetzt müsste ich nur gucken, der müsste jetzt hier sitzen eigentlich. Ja. Ich kann das von hier hinten nicht sehen. Naja, siehst du, das ist doch perfekt. Ja, der muss hier sitzen. Der muss hier sitzen und sie lässt sich chauffieren. Sie sitzt dann hier. Wie immer. Wie immer. Lass ruhig den Mann da strampeln. Hm. Schön, wenn man Sam bei dich hat, ja. Mhm. Oh, das sieht aber gut aus. Das ist ja, neckisch. Das ist schon mal neckisch, ja. So. Dann haben wir noch das nächste Set. So, und jetzt haben wir ja noch die mit dem Zelt. Das müssen wir jetzt hier mit Bastelkleber festkleben, weil dieser Bastelkleber sich mit dem feuchten, mit der feuchten Modelliermasse noch verbindet. Jetzt mache ich hier das Zelt hinten hin. Dann haben die noch einen Rucksack mit dabei. Den kannst du auch vorzeitlich. Ja, den liegt da irgendwie hin. Dafür habe ich jetzt endlich mal eine Pinzette. Wollte ich hier so an das Zelt irgendwie ranstellen. So. Dann haben wir die zwei. Ach nee, erstmal das Feuer. Da ist so ja ein Lagerfeuer mit dabei. Was denn alles liegt? Wir haben alles gedacht. Dann haben wir hier die Figürchen. Papa und Sohn. Beim Grillen oder beim Lagerfeuer. Dann ist hier noch so ein kleines etwas, weiß nicht, ich denke mal, das ist noch ein Holz. Scheit. Schober oder so. Warte mal, hier oben mit hin irgendwie. Nimm die Pinzette. Wenn nicht an meinem Finger kleben. Du hast eben so geprahlt, du hast eine Pinzette. Ja, also nehmen die. Ja, auch. Die kann man schön daneben hinlegen. Die sieht gut aus, wenn die hier so liegt. So, und jetzt können wir noch die Badenden, also von dem Set Sonnenbad, da sind jetzt hier lauter Frauen, die sich da irgendwie sonnen. Die machen wir hier gleich an den Strand. Und dann hat man eine schöne Sommerszene fertig. Ja. Wartet alles lieb zu machen. Sind noch welche so in so einem Liegestuhl. Zack. Und zack. Und dann hat man ein wunderschönes sommerliches Panorama. Diorama. Oder so. Oder so. So, das muss dann jetzt trocknen. Nach 24 Stunden ist die Modelliermasse dann richtig fest, also richtig hart geworden, darf natürlich nicht wieder nass werden, weil die nicht wetterfest ist oder so. Beim Trocknen solltet ihr unten die Folie abziehen, die ich da drunter hatte. Da trocknet es dann nämlich von unten nicht, weil die Folie das Austrocknen verhindert. Ich habe es runtergenommen und auf den Kuchengitter noch gesetzt, damit es besser aushärten kann. Ich finde, es ist eine coole Idee, auf so einem Blatt eine kleine Sommer
Landschaft, ein kleines, wie hatte ich gesagt, hatten wir doch schon mal überlegt, einen Ausschnitt aus dem Leben im Sommer zu zeigen, zu machen, zu basteln. Ist auch eine schöne Geschenkidee für jemanden, der in Urlaub fährt oder für eine Gartenparty oder sonst was. Also probiert es ruhig mal aus, sowas zu gestalten. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.